Video, Stadionblock, endlich mal wieder. Wir beginnen das Video hier in der Sebener Straße. Das letzte Video haben wir hier beendet, deswegen können wir hier auch gerne wieder anfangen. Nein, Spaß, wir sind hier, weil ein Individualtraining mancher Spieler ansteht. Die Jungs schwitzen eventuell auch noch ein bisschen an, denn nachher ist das Testspiel. FC Bayern München empfängt in Unterhaching AS Monaco zum letzten Härtetest, bevor es richtig losgeht am Samstag im Supercup gegen Leipzig und danach gegen Bremen. Freunde, ihr seht es vielleicht selber, es ist ein bisschen arg windig hier. Also, und es wäre das Spiel auch nicht mit. Ich hoffe, es bleibt wenigstens nur so dunkel. Solange es trocken bleibt und nicht runterkommt, ist alles in Ordnung. Aber es ist richtig eklig. Man muss ja mit Pulli mittlerweile im Sommer rumlaufen, hallo? Also ihr seht es, da wird gleich noch ein bisschen geackert. Ich weiß nicht, wer kommt, aber irgendjemand wird kommen, sonst wird es da nicht stehen. Es war, glaube ich, die Rede von Müller, Schupo und so, aber schau. 2 Grad weniger und ich hätte eine Winterjacke angezogen. Ich sag's euch so, wie es ist, ich bin froh, dass ich am Samstag in Urlaub gehe. Zwar verpasse ich hier Supercup Bremen und, Leipzig und Bremen Spiel. Aber Leute, ich soll euch erzählen, es ist mir definitiv lieber, alles zu gucken, anstatt bei dem Wetter ins Stadion zu gehen. Freunde, da tut sich was. 4 Spieler sind jetzt da. Müller, Schupo, Buchmann und Tillmann, oder was? Jungs, da will ich jetzt aber auch ein bisschen noch was sehen, gell? Hoppa. Im Doppelpass quasi. Ey, ich sag's euch mal, warum wir Handschuhe, Mütze, Schal, alles, wir wachsen hier fast die Eiszapfen raus. Ey, das ist übel. Machen wir hier noch ein bisschen Torschuss. Dieser scheiße Zag. Zag, Alter, mach das Ding rein. Ah ja. Schupo, oh je. Freunde, wir sind wieder hier am Tor des Vertrauens. Jetzt warten wir auf die Spieler, die gerade hinten trainiert haben. Vielleicht schnappen wir uns die, vielleicht kommen die raus. Also raus müssen sie sowieso, die müssen ja irgendwann heim. Aber vielleicht machen sie auch irgendwas. Wer weiß, mal schauen. Freunde, wie ihr sehen könnt, es reißt ein bisschen auf. Das ist cool. Jetzt noch die Badehose rausholen und dann geht's los. Weil hier tut sich bis jetzt noch relativ wenig an der Garage. Da ist bisher so No-Names rausgefahren, so ein Opi und das war's. Es tut sich was. Wer kommt raus? Neuer! Freunde, der hat jetzt gerade einen Vogel abgeschossen. Der kommt neuer raus und der fragt nachträglich noch, wo ist Haaland? Ich würde fragen, wo ist Kane, aber doch nicht, wo ist Haaland? Ohne Witz, ey. Guerreiro ist da, ey. Er hält an. Der Bus kommt mittlerweile auch. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Es ist ein bisschen arg dunkel, das sieht man glaube ich auf Kamera nicht so, aber das ist rabenschwarz. Joshua fährt raus, obwohl jetzt Treffpunkte sind, eigentlich alle reinfahren sollen. Das müssen wir nicht verstehen. Ja, kommt da Opa Meccano reingefahren, einer sagt Ulreich. Das habe ich auch noch nicht gehört, ganz ehrlich Leute. Das sind halt, ich weiß nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dazulernen, die Jungs da hinten. Freunde, jetzt haben wir 4 Stunden oder so hier am Trainingsgelände verbracht, weil wir ein bisschen Training zugeschaut haben. Da kamen die Jungs jetzt noch reingefahren. Jetzt machen wir uns auf den Weg in die Innenstadt und dann haben wir in 3 Stunden auch schon Anpfiff. Also es geht jetzt relativ zügig, zack, zack, zack. Leute, das schnappen wir uns jetzt. Das gibt es jetzt zum Mittagessen. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Es wird Zeit, dass wir uns was holen. Freunde, Tipp fürs Spiel übrigens. Ich glaube, es wird ein solides 3-1. Das muss man ja schon sagen. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion, nicht mehr weit. Da vorne sieht man schon Lichter. Leute, wir sind da, aber sieht alles andere aus als nach dem Stadion. Freunde, wir sind drin, klein aber fein. Und so langsam fängt es an zu regnen. Genau das, was wir eigentlich nicht wollten. Es hat den ganzen Tag gehalten, aber genau jetzt wird es eklig. Ja, und ohne Dach. Erst da wieder. Ihr seht, es ist alles ein bisschen alt und schon heruntergekommen. So sehen auch die Kioske aus. Also mal gespannt, die haben kleine, aber feine Auswahl. Mehr Getränke als alles andere, aber Preise sind vollkommen in Ordnung. Die Aufstellungen sind da. Tell kann sich gleich mal beweisen nach der Kane-Absage, dass wir sagen können, gut, wir brauchen keinen Neuner, wir haben jetzt Tell. Da kann er sich gleich mal unter Beweis stellen, denn er spielt von Anfang an genauso wie Sven Ulreich, der den schon weggeflogenen Jan Sommer ersetzt und Goretzka nach langer Zeit auch mal wieder in der Startformation und kommt nicht von der Bank. Mir fällt gerade auf, wir haben noch einen Keeper. Neuer verletzt, Nübel weg, Sommer weg, Schenk weg, 4 Stück. Und dieser Hülsmann, keine Ahnung, ob der dabei ist.
Es wird was, Freunde. Sie haben super viel zu Auswahl. Wir machen es uns von Stehplätzen zu Sitzplätzen. Bonjour. Ist cool, aber das Dach fehlt trotzdem. Es gibt eine Sache, die habe ich vermisst. Nummer 26, Sven! Jeder, ganz vergessen, ich kenne ihn sonst nur aus FIFA, der ist für mich sonst nie da gewesen. Michael verwechselt das Trikot und auf einmal passt er am Elber Punkten. Ein Monaco-Spieler, der 5 Meter vorm Sven steht und das Ding nicht reinschickt. Und Sven hält einfach überragend auf die Distanz. Aber jetzt ist er drin. Ich weiß nicht, ob wir den noch öfters bei Bayern spielen. Okay. An sich sind wir gut im Spiel. Die haben jetzt schon Chancen. Das Spiel ist eigentlich ganz gut. Nach vorne in One-Touch-Football. Zack, zack, Pass. Über außen kommen wir auch ganz gut. Also bisher ist gar kein schlechtes Spiel. Nur Monaco geht halt mit den wenigen Chancen in Führung. Wir haben nicht so viele Chancen, gehen in Führung. Wir machen nichts aus unseren Chancen. Es ist das alte Schema. Wir müssen unsere Chancen besser verwerten, sonst wird es hier wieder nichts. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir haben Chancen ohne Ende, aber bringt halt nichts, wenn wir sie nicht reinmachen. Jetzt haben wir 30. Minute und 0-1. Stark gemacht durch Leimer. Super wieder vorne gespielt. Diesmal haben wir uns belohnt. Auch völlig zu Recht der Ausgleich. Einen neuen Spielstand. FC Bayern München. 1. AS Monaco. 0. Danke. Bitte. Und das nächste Mal, dass er schon mal von den Socken haut. Jetzt aber ist gleich. Jetzt gleich ist hier Feierabend. Da war wohl in der Mauer einer mit der Hand dran. Haha, jetzt geht's ab. Aber noch ein drittes. Das ist eigentlich schon Nachspielzeit. Ja! Ja! Halbzeitfazit, Bayern flügt verdient 3-1, aber in der Höhe vollkommen in Ordnung. Ein unglückliches Gegentor bekommen, weil man hinten einfach verschlafen hat. Hinten ist es ein bisschen wackelig, muss man ehrlich sagen. Da das Rausspiel klappt manchmal nicht so. Sven, da fehlt manchmal im Spielplatz, das merkt man, dass er da nicht ganz so klarkommt. Aber ansonsten super gespielt von den Jungs, rausgespielt. Pässe, Doppelpässe. Super, einfach geiler Fußball wieder. So muss es sein, so kann es weitergehen. Ich bin hier auf unserer Tour mit dem Chamara. Wird er mich eigentlich gerade von dem verarschen? Jetzt hat man hier das Tänzchen gesehen, vor unserer Nase. Zack, 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 links, rechts. Jetzt ist er weg. Ja, der Junge braucht Feier. Yeah.
es war zu viel an ihm herum und hier und da einfach drauf und knapp hätte laufen können. Egal, geschwind. Sven, eine Weltklasse-Tat. Den muss ich erstmal so rausfischen. Jetzt tropft es ein bisschen, aber Freunde, hier gibt es kein Dach, aber guckt euch das mal an. Naja, man muss sich nur zu helfen wissen. Der Uwe hat heute so eine gute Form. Ich würde sagen, den hält er jetzt auch. Ja, ein bisschen mehr Druck dahinter und dann sieht das Ganze hier schon besser aus. Schieß, Thomas! Zeit mal nicht so. Nicht einmal so nett sein. Und zwei sagen, nee, keiner. Das ist schon fast klar. Samir bittet hier mehrmals zum Tänzchen und kriegt hier sogar die Latte. Das wird immer besser. Also es könnte hier auch höher stehen. Aber egal, wir wollen uns bei dem Ergebnis jetzt auch nicht beschweren. Ich meine, 6 Tore ist jetzt auch nicht schlecht für ein Testspiel. Freunde, aber die Sonne ist wieder da. Das ist toll. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, das hätte jetzt auch noch halten können, das bisschen, ganz ehrlich. Aber gut, was soll's. Da werden wir noch für Blitzer belohnt und kriegen was von Schamant. Ich glaub's ja noch. Das ist ja. Würde ich einen Blitzer machen, mich würde es erstmal hinfetzen, weil der Rasen zu nass ist. So. Was macht ihr noch? Fotoshooting? Ach so, der darf noch Fotoshooting auf dem Rasen machen. Hey, wo fahren zwei? Wo ist das? Sieht man den da? Ah. Oh, ich denke, ich bin froh, das Spiel ist vorbei. Der Hallo, Kerl ist Freunde. Jetzt auch dabei. Ich habe Robin getroffen. Der ist wieder so los, weißt du, der sagt halt wieder, er kommt nicht zum Spiel hier und da. Auf einmal steht er am Bus. Und wollte Robin abholen. Ja, das wollte ich aber nicht mal. Jetzt gehen wir zu Sebner und gucken, was da noch geht, weil Spieler kommen gleich. Die gehen jetzt alle duschen, bis auf Kimmich, weil der... Du Dreckiger. Komm, was eine perverse Sau, da hat der Laden zu und dann will er dich als Opfer nehmen. Nee. Nein, du Scheiße. Nein. Oh, guck mal, Sunshine Live. Uey, das hätten wir vorhin gebraucht. Vorhin war kein... Junge. Freunde, wir haben Marathon gemacht. Wir sind jetzt hier. Ich und Felsen. Mal wieder vor der Garage. Ja, ihr seid Freunde, weil ihr gleich aussehen. Wir sind aber niemals schon... Jetzt warten wir auf den Bus. Und hier ist kein Mensch dieses Mal. Bis auf Lenny und uns und wir hier. Ist kein Mensch da? Nee. Der hat... Wann bist du hier? Sasi am Donnerstag alleine, weil du gesagt hast, du kommst noch und dann ist er einfach eingepennt. Ja. Leute, wir warten jetzt noch auf den Spieler und dann. Hey, er sieht mich! Er sieht mich! Dann. Oh. Ertel! Natürlich, was hab ich gemacht? Leroy, Matthias, Sven. Super. Musiala! Micha will jetzt auch hier seine Busfahrt beenden, weil der will auch Feierabend. Wo ist er? Da ist er. Der will auch Feierabend machen, der Kerle. Armin hat schon Feierabend, das ist unfair. Wir machen uns auf den Weg zurück in die Innenstadt. Na, guck mal, was ich gefunden habe. Lenny hat sein Bild hier vergessen, sein Passwort. Wow, und Armin, wieso fahren wir so? Wow, noch, komm noch weiter runter. Ist okay, was geht hier? Freunde, wir sind hier noch am Hauptbahnhof. Wir haben Cedric noch getroffen. Der geht schon zu früh, der hat keinen Bock mehr hier auf uns. Freunde, das war's vorerst. Wir sehen uns dann wahrscheinlich erst wieder gegen Augsburg. Oder ich mache so einen kleinen Urlaubsvlog, das können wir auch machen. Aber im Stadion dann erst wieder gegen Augsburg. Alle, die beim Supercup und gegen Bremen im Stadion sind, Cedric zum Beispiel, ich wünsche euch allen viel Spaß. Bringt 3 Punkte mit und lasst den Pokal in München. Cedric, ja. Noch zu guter Letzt. Ja. Was sollen die Leute noch alles machen? Ihr lasst jetzt ein Like da bitte, dann abonniert ihr den Kanal. Bis zum nächsten Video. Er sagt's. Bis dann. Ciao.